Bingo, alle Stationen, wiederhole, Bingo! Den Bord ablösen, Gefangenen in Gewahrsam nehmen. Petty Officer, bringen Sie Attis online, da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. Sato-Truppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Mistkerl mal an. Er muss verarztet werden. Ich muss gar nichts. Er hat eine Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aaron Page, Maschinentechniker im Dienst seit 2 Jahren. SDF-Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Commander Akel Menria. Von der Siedlungsdefensivfront. Wem machen Sie Meldung? Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Artis-Geschütze erfassen jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Raus mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines! Gib mir 5 Minuten mit diesem Bastard. Salt. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Startbereit, Sir. Na los! Alle Stationen, hier Scar 1-1. Artis ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole, wir haben die Kontrolle über Artis. Die Front zieht sich zurück. Radar an Brücke. Lieutenant Sauter und ich brauchen Vögel. Aye, Sir. 3-2 eskortiert Sie zu Ihrer Position. Bestätigt. Darf ich jetzt fliegen? Ihr wisst ja alle, wie ich im Fliegen bin, ne? Die totale Niete. Das ist unser Schlitten, Nathan. Was machst du denn? Ethan, du gehst mit Lieutenant Reyes. Ja, Sir. Gib Schub, Fieber. Weiß ich jetzt wirklich? Nein, das kann nur eine Katastrophe enden. Steuere ich das Ding jetzt echt, oder? Weil ich drück die ganze Zeit Knöpfe. Autopilot aus. Ich kann das Ding echt fliegen. Wow. Was er nicht sagt. Och nö, nein, nicht fliegen. What? Oh Gott. Boah, Scheibe. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Waffenüberhitzung? Ehrlich, das gibt's noch? Oha. Wow. Gott! Ich kann doch nicht fliegen! Wie viele denn noch? Flares im Weltall!
was soll das eigentlich bringen? Er schlägt Haken. Ja, und trotzdem krieg ich hin. Ha! Und jetzt? Bam, 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 so geht das, Ladies. Hier, druff, druff, druff. Ein bisschen höher, wenn es geht. Aber jetzt sag mir nicht, dass ich noch landen muss, selber. Gehen wir zur Red zurück. Ja, ich habe hier ein paar anormale Werte. Ich auch. Kontrolliere statischen Druck. Au. Scheiße, was ist das? Scars, sämtlichen Beschuss auf diesen Superträger konzentrieren. Boah, der zerfickt uns ja richtig. So liebe ich das, ja. Hier spricht Admiral Salem Koch von der Unruhmoss. Ihr seid besiegt. Tod ist keine Schande. Boah. Dreh um, Ethan. Ethan. Die Dinger sehen aus wie Raketen. Oha, die rammen ja voll. What? Sie sind gesprungen! Alle Stationen, Achtung! Feind hat sich zurückgezogen. Einsatzbereich sicher. Die Olympus hat die Flotte übel zugerichtet. Zurück zur Basis. Flieg zur Retribution. Führ uns rein. Verstanden. Ich fliege. Okay, hier bin ich aber definitiv ein bisschen besser geflogen als beim letzten Spiel. 1-1 an Retribution. Was zum Teufel ist da passiert, Gator? Mehrere Verletzte beim Crash-Manöver, Sir. Ich brauche hier drüben eine Trage. Lieutenant Reyes, wir brauchen Sie hier oben sofort. Brücke Ende. Ist das angekommen, Salt? Ja. Salt, alles okay? Positiv. Bei dir? Noch da. Ethan? Ausgezeichnet, Sir. Gibson, holen Sie uns hier raus. Versuch's 1-2, die Leinen sind gerissen. Okay, Sie haben wieder Luft, Lieutenants. Bestätigt. Wir haben Sie, Sir. Verdammt gut, Sie zu sehen, Reyes. Klus, helfen Sie ihm!
Der Jekyll muss zur Wartung. Pronto. Ja, Ma'am. Hab eine Überdosis Ärger, Sir. Petty Officer First Class Ethan, das ist Gibson, Airboss der Red. Willkommen auf der Red. Was davon übrig ist. Was hat Alder sich nur gedacht? Feuer. Strategische Manöver liegen oberhalb meiner Sonnenstufe, Lieutenant. Sagen Sie der Brücke, dass wir raufkommen, um Captain Alder zu sehen. Die Brücke ist seit dem Angriff abgeriegelt. Ethan, bleib bei Gibson, tu, was sie sagt. Verstanden. Genau. Irgendwie gefällt mir der Ethan. Ich weiß nicht wieso, aber der hat irgendwas. Ansonsten nur sie. Sieh dir das an. Reden wir mal mit dem Captain. Wir opfern nicht die Crew, wenn wir überrannt werden. Gehen wir zur Brücke. Ich brauche hier eine Injektion. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Wiederhole. Alle Divisionsoffiziere auf die Brücke. Sieht ja nicht gerade gut aus. Geht's? Alles gut? Pflaster? Ab da? Ich hab irgendwo noch ein paar Hello Kitty Pflaster hier rumliegen. Bestimmt. Ein Captain schützt seine Leute, Salt. Notfalls durch Rückzug. Genau. Okay. Ich helfe Ihnen, Lieutenant. Keine leichte Entscheidung für Ihren Captain. Kostete uns gute Männer. Hätte nicht passieren dürfen. Nicht so. Genau. Wer ist so bescheuert und rammt das Schiff? Lieutenant. Es war seine Pflicht. Der Feind zog sich zurück. Der Captain muss seine Männer nach Hause bringen, Staff Sergeant. Nicht immer, Lieutenant. Nicht immer. Platz machen für den Captain. Wo ist der Boat? Wo ist Captain Alder? Gleich hier, Sir. Peter. Der Captain ist tot. Mit dem Schiff untergegangen. Erster Offizier? Lebt auch nicht mehr, Ma'am. Eine Folge der Kollision? Ja, Sir. Wer hat das Kommando, Gator? Als ranghöchster Offizier an Bord? Sind Sie das wohl, Sir? Zerstörer Tigris dockt Shuttle an und will an Bord. Verstanden. Was ist mit dem Radar? Dreht sich noch, Sir. Die Raven-Transporter zur Evakuierung. Ich will die Gefallenen abtransportieren. Sprungoffizier, machen Sie uns schnellstmöglich flugtüchtig. Roger, Technikerin McCallum ist auf dem Weg. Staff Sergeant, können wir auf Ihre Hilfe zählen? Was auch immer Sie brauchen, Lieutenant. Salt, kommst du mit? Natürlich. Gator, kontaktieren Sie den Admiral. Roger, komm Offizier, Stratcom Admiral Reigns. Roger, Tigris Captain am Deck. Captain Farron, Lieutenant, wer hat das Kommando? Lieutenant Reyes, SCAR-Teamleiter. Captain, Ihr Schiff und die Crew? Intakt. Sir, Admiral Reigns ist in der Leitung. Durchstellen. Captain Farron, Ladies, Gentlemen, schön Sie zu sehen. Sir. Ich möchte den Ernst unserer Lage klarstellen. Wir befinden uns im Krieg mit der Siedlungsdefensivfront. Dank Captain Alders Gewalteinsatz konnten wir den Feind zurückdrängen. Im Moment sind die Tigris und die Retribution die einzigen operativen Schiffe. Unser Ziel wird es sein, der Erde Zeit zu verschaffen, während wir die Flotte aufbauen. Verstanden, Admiral. Tigris einsatzbereit. Der heutige Angriff galt nicht bloß Genf. Die SDF führte gleichzeitig einen Angriff auf den Mondportalhafen und die Frachtterminals empfangen wichtige Fracht für den Wiederaufbau. Wir müssen ihn zurückerobern. Lieutenant Reyes, ich befördere Sie hiermit zum Commander. Sie sind ab sofort der Captain der Retribution. Verstanden, Admiral. Wehren Sie den Feind ab. Viel Glück, Captains. Reigns Ende. Wir haben kein Geschwader. Dann gehen wir ohne. So machen wir das bei der Infanterie, Lieutenant. Wir bringen die Marines mit der Retribution rein. Ich überwache alles von der Tigris. Dann an die Arbeit, Captain Reyes. Bleiben Sie wachsam. Sie alle. Sie auch, Captain. Das wird keine leichte Aufgabe, Captain. Wir haben nur wenige Soldaten und Waffen. Lieutenant Salter und ich kommen mit Ihnen. Das ist ein Bodenangriff. Der Captain gehört auf die Brücke. Nicht dieser Captain. Nicht heute. Die Marines voraus. Sie kommen mit uns und genießen die Aussicht. Treffen auf dem Tiefdeck in 5, Staff Sergeant. Okay. Legen Sie los, Gator. Mondportal. Aye, Sir. Setze Kurs. Meldung, wenn bereit, Captain. Commander Reyes. Captain Alders Dienstbüro gehört nun Ihnen. Seine Dinge sind aber noch immer am Platz. Danke, Boats.
Für den unbeugsamen Captain John Alder. Der Captain ist tot. Lang lebe der Captain. Panik. Ja. Du schaffst das. Du bist unser bester Mann. So viel Lob von dir, Nora? Hast du dir verdient. Nimm dir einen Moment.